Hallo, hier ist Martin von Money Monkey. Das ist die DAX-Analyse für den Dienstag, den 14.04.2020, damit den ersten Handelstag nach Ostern. Ich hoffe, Sie hatten erstmal entspannte und vor allen Dingen erholsame Ostertage, haben mal ein bisschen abschalten können, mal ein bisschen die Börse hinter sich lassen können. Der Markt hat es uns ja recht angenehm gemacht. Mal Freitag einfach mal Ruhe drinne gewesen, nichts passiert. Ne? Und auch am Montag. Die Amerikaner zwar ein bisschen rumgezappelt, bisschen schwächer getan, sich aber dann auch noch wieder noch ganz gut nach oben gezogen. Und ja, ansonsten mein Ostern war auch recht ruhig, außer dass ich heute jetzt eigentlich heute relativ viel vorhatte und noch viel machen wollte. Und mich jetzt aber bestimmt gut und gerne fast 4 Stunden schon nur mit WTI beschäftigt habe, da unsere ganzen Mitglieder recht aufgeregt gerade sind und natürlich auch nicht alle. Wir haben so einen schönen Chat, ne? Auf unserer neuen Member-Seite. Aber es kommt trotzdem wieder einzeln angeklickert. Immer wieder das Gleiche, immer wieder die gleichen Fragen. Da haben wir dann schon eine Mail rausgeschickt, aber das hat es auch nicht besser gemacht. Das ist, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Das sieht man wahrscheinlich so gar nicht, wenn man selber nur so seinen Blick hat. Der Mai-Kontrakt für das WTI, der steht bei $22. Der Juni-Kontrakt, also der folgende Future-Kontrakt, steht bei 28,5 oder 29 sogar, bei $29. Das heißt, wenn Sie jetzt im Future zum Beispiel long drin sind und Sie wollen jetzt auf den nächsten Monat rollen, auf den nächsten Kontrakt rollen, dann müssen Sie jetzt fast 30% Rollverlust in Kauf nehmen. Das ist extrem viel. Und das Hauptproblem ist aber gar nicht der Future, also der kommt her, ne? Aber das Problem ist, dass viele jetzt Long gesucht haben und das erste Produkt genommen haben, was sie nehmen konnten, und das war auf den Mai. Und jetzt hängt gefühlt jeder Private gerade irgendwie im Long, aber auf dem Mai-Kontrakt, und deswegen bewegt er sich halt nicht nach oben, sondern fällt und fällt und fällt, während der Juni-Kontrakt steigt und steigt und steigt. Und das ist so ein 30% Unterschied. Das ist heftig. Also, ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was jetzt passiert. Also, am 17.04. müsste der auslaufen, der Mai-Kontrakt. Ich weiß gar nicht, was mit diesen CFD-Brokern passiert, die momentan diese 22 US-Dollar-Kurse stellen. Ob die Leute dann ausbuchen und dann auf den neuen Kontrakt wechseln? Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Theoretisch müssten die ja aussteigen und auf den neuen Future ankoppeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt einfach einen Sprung von 8, $9 nach oben machen und die Leute ausgleichen. Weiß ich nicht, habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie beobachtet. Also nicht so krass auch. Das ist schon heftig. Also 30% Unterschied, wenn du da gehebelt unterwegs bist, das macht schon einen Unterschied. Ne? Ob WTI bei 22 steht oder bei 29. Also das ist Wahnsinn. Also das ist richtig, das ist ein Schlag ins Gesicht für die, die da auf dem falschen Broker aufgesprungen sind oder auf dem falschen Future-Kontrakt. Also sowas, das kann richtig ärgern. Ne? Wenn man ein schönes Setup handeln wollte, eine gute Idee hatte und dann letztendlich ins Arschloch der Finanzwelt reinguckt und das einfach mal schön Pups macht halt, ne? Aber sowas kommt immer wieder vor, sowas gehört einfach dazu, das ist Finanzwelt, man ist immer am kürzeren Hebel, immer grundsätzlich, ne? Solange man selber nicht die Kurse und Produkte baut, ist man immer am kürzeren Hebel. Damit muss man sich abfinden, das darf man auch nicht persönlich nehmen, dann irgendwie mehr Feuer reingeben, Kopf runter, klein machen und am besten eben einfach nicht immer zu viel, zu groß rein in Positionen, an denen man auch vor allen Dingen gerade besonders viel glaubt. Ne, schön einfach Setup Stück für Stück und dann geht das ein bisschen in Rauschen unter. Ne? Aber wenn man immer zu viel in bestimmte reizvolle Sachen reinhaut, dann kann man da halt auch immer richtig auf die Nase kriegen. Aber gut, darüber soll es hier gar nicht gehen, aber vielleicht tangiert sie es auch, vielleicht haben sie es damit beobachtet oder mitgesehen. Und ja, ich wollte ja, nee, wollte ich bloß nochmal loswerden. Hören ja auch viele von unseren Leuten, die da sich jetzt vielleicht Fragen stellen. Ja, auch die Videos. Ja, damit habe ich mich heute beschäftigt. Unser DAX hat sich heute auch beschäftigt, ist hier mal runter und mal hoch, ne? Ist ja auch relativ, in der Nacht waren wir, glaube ich, auch unten an der 475. Das hat er über den Tag nochmal abgebildet. 500 runter ans mittlere Bollinger Band nochmal ran und wieder hochgedreht. Das schaut ganz stabil aus, wenn wir nochmal zurück entsinnen auf dem Donnerstagsvideo, wo wir gesagt haben, okay, letzter Tag und dann in den Freitag rein, sollte unser DAX eigentlich hier weiterlaufen, weiter hoch Richtung, ja, 730, 800, 900 hier oben in die Zone einfach rein, vielleicht hier oben mal an die Gap-Kante dran, ne, da haben wir ja hier
unserem Fall rausgesetzt. Das sah soweit ganz gut aus. Er hätte ja durchaus am Vortag auch noch die Möglichkeit haben können, das hier unten abzuholen. Das hat er gar nicht getan. Und nun weiter. Hat natürlich hier der Sacker uns nochmal einen Long rausgerissen. Also wirklich, das war fies. Das war ein bisschen gemein gewesen. Den hat er unten relativ genau rausgeholt. Den hat man schon auf Einstand abgesichert, weil wir oben einen Teilverkauf gemacht hatten. Hat Geld gebracht, aber ist ärgerlich gewesen. Danach ist voll losgezogen. Hat man dann noch ein Setup gestellt, über 4,25. Da haben wir aber gesagt, nee, komm, den lass mal weg. Den lass mal weg. Kurz vor langem Wochenende da jetzt einen neuen Trade rein, der mehrere Stunden laufen soll. Das ist auch nicht unbedingt das Wahre vom Ei. Der ist so schön aufgegangen. Also das ist, den hätte er schön gemacht. Aber egal. Unser DAX ist auf jeden Fall hier weiter im Anstieg, bremst deutlich aus, das muss man schon sagen. Hat aber trotzdem noch genug Optionen nach oben. Also ich würde hier jetzt auch klipp und klar einfach einen Pfeil nach oben nehmen. Also, Moment, meine Maus, die klemmt hier irgendwie. So, mal hier Werkzeugleiste zurechtholen. Ich würde hier schon sagen, alles, was hier drüber geht, ist schon noch Potenzial da, kann schon noch weiter nach oben. Das ist. Finde ich jetzt hier nicht schlimm. 880 hier, die wäre erreichbar. Das ist nicht weit weg. 880, 900. Und darüber hinaus dann schon mal ein bisschen vorfühlen hier oben ans größere Gap. Die Kante hier oben, die ist ganz wichtig. Ne? Die 11.045. Super wichtige Zone jetzt. 11.045. Da können wir jetzt mal. Jetzt ist es wieder alles weg hier. Können wir mal hier oben die Pfeile, die Kante mit rannehmen. Das fände ich, wäre auch zum Dienstag jetzt erreichbar. Das kann er schaffen, das ist ja nicht weit. Was sind das 500 Punkte? Kann er schon schaffen. Wenn nicht, dann zum Mittwoch noch. Aber gucken Sie mal, also das ist ein Katzensprung. Auch bei der aktuellen Dynamik, bei der aktuellen Bewegungsbreite. Wenn er vielleicht ein bisschen höher reinkommt, zu so über 37 schon. Ja, das ist nicht viel. Das ist drin. Auf jeden Fall hier das Gap ein bisschen im Blick behalten, ne? Die 880. Und ja, dann wird es hier oben interessant. Ne? Also geht er da noch drüber, hätte ich dann hier diese 11.200, die wir hier schon ganz lange liegen haben. Und dann natürlich hier oben der Gap Close um die 11.480, 11.500 rum. Ganz genau ist er sogar bei 11.520 meines Wissens nach. Ne, da war dann Freitag Schluss gewesen. Sogar 5.48, also genau 5.50 wäre dann oberseitig das Ziel. Das muss man ihm noch geben. Das muss man hier auch noch einplanen. Und hier, meine Freunde, dann sind wir schon wieder da oben an der Zone, ne? Komisch, oder? Wie schnell das jetzt dann doch ging. Zack, und da ist er dann schon wieder ran. Haben wir davon gesprochen, dass das eigentlich zu tief ist hier, dass der DAX bestimmt noch ein bisschen höher kommt und nun steht er schon fast da. Da fehlt nicht mehr viel. Unterseitig hätten wir Unterstützung. Unterstützung hier auf jeden Fall. Naja, nee, was ist denn auf jeden Fall? Das ist gar nicht so einfach, unterhalb hier eine Unterstützung auszumachen. Wir haben jetzt so ein bisschen eine Verkeilung, sehen Sie, ne? Das heißt, die Tiefs hier, liegen drei Tiefs aufeinander, ne, auf der Achse. Oberhalb haben wir zwei Hochs. Und der da jetzt unten raus macht, könnte er zumindest sogar schon nochmal auf die 10.200 hier. Ne, so richtig stabil ist er nicht so hier. Dazu ist er zu oft runtergekommen. Wenn er zu oft runterkommt, ist es häufig ein Zeichen für Dynamik dann auf der anderen Seite. Ja, und dann wäre wahrscheinlich 10.200 nochmal kurz hoch und dann nochmal Richtung runter hier. Das sieht nicht so cool aus. Also das muss man gucken, ob das jetzt bloß durch die Feiertage ein bisschen aufgezogen ist hier. War ja nicht viel Volatilität. Ich habe ja hier den Montag jetzt mit drinne. Sie sehen die Montagskurse. Aber müsste man schon sagen, also wenn er abkippt, weiß nicht, das ist nicht. Ja, die 10.300, ob er sich da jetzt gefangen kriegt, wenn er jetzt hier einen Dings rausreißt, einen Keil nach unten aufreißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Also unten muss man, glaube ich, aufpassen. Gerade wenn er jetzt zum Dienstagnachmittag auch noch weiter runtertreibt. Ich würde schon so sagen, unter 4,80, unter 4,75 sollte man damit rechnen, dass der bis 200 runter kann, so 300, 200, dazwischen eher nicht, ne? Eher die 300, 200 dann, die wäre hier wichtig. Davor kann er natürlich auch drehen, aber das sind keine wichtigen Marken. Das kennen Sie, gucken immer nur das, was am wahrscheinlichsten ist. Passieren kann trotzdem alles, das ist Börse. Na, so 10.200 und dann müsste man tatsächlich sagen, hier von da nochmal kurz so nach oben, so ein Aufprallen.
Und dann hier nochmal richtig runter. Ja. Also, das ist eine Verkeilung. Eine Verkeilung deutet Trendschwäche an. Das kann, wie gesagt, mit dem Feiertag jetzt einfach nur zusammenhängen. Ja, deswegen nicht überinterpretieren. Aber die Option ist da und am Ende passt es dann trotzdem meist, ne? Deswegen da jetzt nicht irgendwie zu sagen, ja, war nur Ostern und ach, nee und hä, und glauben Sie mir, ja, manchmal kann man so doof gar nicht denken. Deswegen am besten gar nicht denken, einfach nur gucken, was sehen wir. Und wir sehen jetzt hier erstmal einen Keil. Das heißt, wenn der Keil nach unten auflöst und er löst unter 4,78 aus, sollten wir Risiko einplanen. Sollten einplanen, dass er auf die 10.200 bis zur 10.200 runter kann. Von 10.200, kleiner Rebound an 3,5. Es kommt darauf an, wo er dann runterschlägt. Ne? Also wenn er tatsächlich bis 10.200 geht, wäre ein Rebound an 10.320 schon ausreichend. Und dann wieder runter. Wenn er aber hier schon ein bisschen höher dreht, so 250, 300, dann würde ich ihn nochmal an der 430 sehen und dann eben gegebenenfalls schon wieder nochmal runter, deutlicher runter auch. Das soweit der Blickwinkel. Ansonsten, ich sehe ihn jetzt erstmal oben raus, dann können wir auch den Trigger vielleicht sogar wegnehmen. Ich sehe ihn jetzt erstmal oben raus, ich spreche ihm auch oben raus bessere Chancen zu. Dass er das aus dem Stand schaffen kann. Hat eine gute Chartverfassung, gute Chartlage. Trend ist jetzt erstmal noch aktiv aufwärts. Haben auch zur letzten Woche gut gearbeitet. Und wie gesagt, hier oben sind jetzt auch attraktive Ziele noch. Ne? Seht das jetzt erstmal noch nicht, dass der Keil bricht, aber sollte er brechen, sollte der DAX sich zum Dienstag schwach zeigen, dann würde ich schon insbesondere auch unter 4,90, 4,75. Ich würde ein bisschen Risiko einplanen. Also ich würde mich dann da nicht unbedingt noch long dagegen stellen. Das kann unter Umständen ins Auge gehen. Also wie würde ich damit umgehen? Das heißt, ich würde unter 10.475 wahrscheinlich sogar Short suchen. Aber long eben erst gehen, wenn tatsächlich mindestens irgendwie eine grüne Stundenkerze wieder da ist. Also wenn hier Schwäche kommt und das bestätigt sich, ne, das ist dann wirklich so ein Punkt, da muss man halt einfach mal ein bisschen auf Augenmaß gehen, ein bisschen auf Sicht fahren. Ne, wenn dann da Schwäche reinkommt und Sie sehen, oh, da kommt überhaupt nichts rein, ne, der drückt nur nach unten, ne, dann muss man sich darauf einstellen, dass das bis 10.200 gehen kann. Wenn er natürlich hier unten so kurz drunter tippt und dann so eine richtig fette grüne Kerze draufhaut, dann nicht einfach Short reinhauen, weil sie sagen, oh, der Martin hat gesagt unter 4,70, jetzt sind wir unter 4,70, sondern dann eben dort long mitgehen. Ja? Also so viel Feingefühl sollte da sein, so viel Marktverständnis sollte auch da sein, denn sie müssen mit dem Geld schwimmen, nicht dagegen. Ja? Also hier unten, das ist für mich wichtige Zone, dort long dann eben erst, wenn Umkehrsignale kommen, eher aber sogar vielleicht den Short suchen. Wenn da Schwäche bleibt, bis 10.200 runter, hier kann man einen kleinen Rebound probieren. Und dann müsste man sich aber tatsächlich schon einstellen, dass da ein bisschen mehr kommen kann. Einfach weil so ein Keil auflöst. Ne? Und die knattern schon immer ganz gut im DAX durch. Ja, oben, wie gesagt, die offenen Ziele, das haben wir alles schon besprochen. Können nochmal gerne in den Tagesschart reingucken. Der müsste aber am Band liegen. Und am Band kann der DAX auch sich immer schön hoch und runter hangeln. Und da sehen Sie auch schon unsere Zielzone, die wir hier vor Ewigkeiten immer mal wieder angesprochen hatten. Die ist plötzlich ganz nah. Die ist schon plötzlich ganz nah. Na, schauen Sie mal. Ja, da bestehe ich auch weiter dazu. Sollte der DAX da reinkommen, kann ich mir gut vorstellen, dass das ein bisschen ausbremst, dass das auch durchaus ein bisschen zur Seite gehen kann, dass das eine typische Marke und typische Zone ist, die auch bewirken kann, dass die Leute unheimlich bullig werden. Das muss nicht hier sein. Das hätte auch hier sein können. Das kann auch hier oben werden. Aber wir brauchen so eine Zone dann einfach, in der die Leute umdenken, ne? In der die total positiv werden. Wieder Allzeithoch sehen, denken, ach Corona, das ist ja alles weg jetzt. Ne, sowas kommt gerne auch mit Entspannungsnews. Ne? Und dann müssen sie immer aufpassen, dass sie sich nicht für die News verbiegen. Und das ist wichtig, dass wir uns darauf einstellen, denn was denken Sie mal über diese ganzen Corona-News nach? Ne? Was verbinden Sie jetzt momentan mit dem Börsencrash? Die Corona. Ne? So, der ist schuld, dass wir jetzt hier gefallen sind. So, wenn Sie sich jetzt nochmal zurückerinnern, wie viele Infizierte wir in Deutschland hatten, als wir hier standen, ne? Waren das keine 100 Leute gewesen. Ja? Das heißt, in dem Zeitraum, in dem diese ganzen Themen aufkamen,
Ausgangssperre, Corona in USA plötzlich, Haufen Tote dort so weiter. Das kam alles erst, nachdem wir schon am Tief waren. Natürlich hat man das vorher eingepreist, dass das kommt. Ne, das ist schon wegen Corona gewesen. Aber diese Nachrichten, diese schlimmen Nachrichten, dieses Kaltmachen der Wirtschaft, das ist ja tatsächlich erst später gekommen. Ne? Diese Ausgangssperren und die Restaurantschließung und Geschäfte und alle müssen zu Hause bleiben und so. Das ist alles erst hier hinterher dann gekommen. Ne? Also das fing hier hinten dann an. Die ersten hatten hier schon losgelegt, Italien und so weiter. Aber ich meine, wir hatten in Deutschland, glaube ich, 100 oder so. Das war nicht viel. Das war nicht viel, was wir hier hatten, als das hier losging. Halt, ne? Als das tiefer. Deswegen muss man auch aufpassen, in dem Moment, wo jetzt natürlich Entspannung kommt, wo jetzt wieder eine Deeskalation kommt, wenn es jetzt zum Beispiel heißt, okay, Ausgangssperren werden aufgehoben oder was, ne? Kann es sein, dass der Markt kurz nach oben macht, dann da 2 Wochen zur Seite, die ganzen Leute long reinhampelt, reinzieht und dann nochmal richtig hier unten die ganzen Gaps zumacht. Ne, und nochmal richtig nach unten raustritt, dass alle wieder Angst kriegen, ah scheiße, denn der Markt plant schon eine zweite Welle ein und dann muss man gucken, wie er reagiert halt. Kann es schon sein, dass er dann hier unten bloß so einen Bogen schlägt, ne, einmal hier unten so eine Kuhle gräbt und dann tatsächlich ansteigt oder ob er sich wirklich hier nochmal richtig, richtig tief fallen lässt. Das kann dann sogar bis 6.000 noch gehen, also Platz wäre auf der Unterseite auf jeden Fall genug. Aber dann gucken wir ein bisschen... So fahren wir ein bisschen weit mit Fernlicht die nächsten Tage, ne? Gucken wir ein bisschen rechts und links, wie die Leute auch so drauf sind, wie überzeugt die sind. Bisher höre ich so eher immer, wie hat gestern jemand so schön geschrieben, nach oben sehe ich Potenzial für den Aktienmarkt von 5 bis 10%, nach unten sehe ich 25 bis 40% oder irgendwie sowas in die Richtung, ne? Und wenn sich das kippt, die Leute wieder mehr Potenzial auf der Oberseite als Risiko auf der Unterseite sehen, na, dann ist der Moment, wo wir hier wieder die großen Shorts rausholen können. Ja. Gut, Freunde, also, das sieht soweit noch ganz gut aus. Hier haben wir noch keine Umkehrsignale. Solange noch keine Umkehrsignale da sind, brauchen wir uns da jetzt erstmal noch nicht verrückt machen. Wenn jetzt eine rote Tageskerze zum Dienstag kommt, dann darf die gerne kommen. Im Zweifel bis zum mittleren Band erstmal. Ne, das wäre sogar bei 9.500 zu sehen. Ist jetzt dann auch kein Hexenwerk, ist keine ungewöhnliche Reaktion. Das wäre ganz einfach hier einmal Schwung holen am mittleren Band, dann könnte man sich nochmal hochschieben. Ja, das würde vielleicht auch zu unserer Keilauflösung passen. Ja, also hier geben Sie noch den Raum, wir haben noch viel Bewegung, große, große Kerzen, viel Raum, oben wie unten, bisschen auf Sicht fahren. Das ist meine interessante Zielzone. Ich denke, die werden wir auch sehen, gegebenenfalls sogar trotz, wenn jetzt die Woche schwach reinstarten, ne, dass man dann hinten raus einfach das nochmal reinholt. In dem Sinne bin ich leicht optimistisch für die nächsten Tage, heißt aber nicht, dass ich jetzt primär nur Long suche, so, mal gucken, wie er kommt. Auf jeden Fall oberhalb von 37, das ist für mich ein Kaufsignal, ne, ist für mich positiv. Also wenn er zum Dienstag jetzt über 37 geht, ist für mich ein Grund, dann Long zu probieren auf die nächsten Ziele. Immer mit jedem Widerstand, den er einnimmt, wieder aufs nächste Ziel dann hinzutreten. Gut, okay, dann mache ich jetzt hier mit zu. Die Entschuldigung nochmal, dass das so spät geworden ist heute erst, aber das war mir jetzt erstmal wichtiger, dass wir hier bei unseren Mitgliedern erstmal ein bisschen die Verunsicherung da gelöst kriegen und auch die Aufregung vielleicht ein bisschen legen können. Und dann wünsche ich Ihnen was. Wir hören uns morgen. Guten Wochenstart. Ciao.